Neuer Merch ist am Start, mehr dazu am Ende des Videos. Bei dem Titel denkt ihr jetzt vielleicht, dass es in diesem Video darum geht, inwiefern es ein Fehler war, je MDMA zu probieren, aber es geht eher darum, inwiefern die Videos über MDMA ein Fehler waren. Wenn Leute meinen Content kritisieren, merken sie besonders häufig an, inwiefern meine MDMA-Videos die Droge zu positiv darstellen. Obwohl die Videos schon 4 Jahre alt sind, bekomme ich dazu noch heute Nachrichten. Das Video ist zwar schon 4 Jahre alt und hat fast 1 Million Klicks, aber ich bin bestimmt der Erste, der diesen Kritikpunkt schreibt. Es gab in den Videos tatsächlich einige Aspekte, die kritikwürdig waren, da hier ein längst überfälliges Video, in dem ich meine eigenen MDMA-Videos kritisiere. Ja, generell tun mir die Leute leid, die aus Angst vor Neuem es nie in Erwägung ziehen würden, so etwas zu nehmen. Ernsthaft, Simon, dir tun Leute leid, die kein MDMA probieren wollen? Ja klar, MDMA ist in der Regel eine unglaublich schöne Erfahrung, jedoch gibt es Leute, wo es besser ist, wenn sie es nie probieren würden, klar. Wenn man es probiert, kann man für ein paar Stunden Glücksgefühle erleben, an die die meisten nüchtern niemals rankommen werden. Wenn man dann aber, wie es leider viele machen, anfängt zu übertreiben, ist es das auf die lange Sicht einfach nicht wert, weil es das ganze Leben auf den Kopf stellen kann. Das ist fast, als würde ich als Bankräuber, der nie erwischt wurde, sagen: Ach, mir tun Leute leid, die sich nie trauen werden, eine Bank auszurauben. Die werden vermutlich nie wissen, wie geil es ist, richtig viel Geld zu haben. Und dieses unglaublich schöne Gefühl, die Knarre in den Mund einer um ihr Leben bettelnden Person zu stecken. Ja, bei Banküberfällen ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis noch deutlich schlechter als bei Ecstasy, aber you get the point. Man sagt, dass ein Mann maximal 1,5 Milligramm MDMA pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollte. Und eine Frau maximal 1,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man sich daran hält, wird es am nächsten Tag auch nicht zu einem Kater kommen oder zumindest zu einem kaum spürbaren Kater. Diese Info basiert darauf, dass ich einmal MDMA genommen hatte und keinen Kater hatte. Auch hier gilt: Jeder Mensch reagiert anders auf Drogen. Es kann sehr wohl sein, dass man einen Kater bekommt, wenn man nur 1,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht nimmt. Einen fruchtigen Saftstartklar zu haben ist auch sehr gut, denn zum einen schmeckt der auf MDMA sehr geil und zum anderen hemmt Zucker die Wirkung von MDMA, so kann man mal einen Schluck trinken, wenn es einem mal nicht so gut geht. Dass Zucker bei zu viel MDMA hilft, habe ich von einem Typen, der bei meinem ersten MDMA-Trip dabei war. Aber es ist ziemlich sicher Bullshit. Ich habe keine seriöse Quelle gefunden, die das behauptet. Wenn, dann können gewisse Vitamine in Getränken helfen. Keine Sorge, meine Recherchestandards habe ich seit meinen MDMA-Videos extrem erhöht. Bei aktuellen Infovideos überprüfe ich alles doppelt und dreifach. Angeblich sind 1 Liter pro Stunde während des Rausches ideal. 1 Liter pro Stunde sind zu viel. Circa ein halber Liter pro Stunde ist ein besserer Richtwert. Außerdem ist es auch davon abhängig, wie viel ihr schwitzt und euch bewegt. Generell scheint die Droge besonders gut für Paare zu sein und daher bin ich super glücklich, dass ich das Ganze mit meiner Freundin machen konnte. Es hat unsere Beziehung auf ein nächstes Level gebracht und ohne sie hätte es nur halb so Spaß gemacht. Ich finde eigentlich, dass es Gesetz sein sollte, dass Paare, bevor sie heiraten, miteinander MDMA ausprobiert haben müssen. Man muss leider einsehen, dass viele MDMA-Connections gewissermaßen fake sind. Das ist einfach das, was die Droge macht und man könnte auf Emma bestimmt auch Best Friends mit Hitler werden. Also überbewertet nicht die Gefühle, die ihr auf MDMA habt. Damit sage ich nicht, dass all die MDMA-Gefühle keine Bedeutung haben. Durch manche Ecstasy-Räusche konnte ich mit manchen Personen meine Connection wirklich dauerhaft vertiefen, weil man so intime Gespräche führt und man gemeinsam diese Erfahrung macht. Beziehungen können also wirklich bedeutsamer werden, aber sie werden eben meist nicht so bedeutsam, wie man es sich während des Rausches oder den Tagen danach einbildet. Ich sage immer, dass MDMA weniger gefährlich ist als Alkohol. Das stimmt auch, denn ein guter MDMA-Rausch fügt dem Körper sehr viel weniger Schaden zu als ein guter Alkoholrausch. Was soll denn ein guter MDMA-Rausch oder ein guter Alkoholrausch sein? Den Satz habe ich mir so ein bisschen aus dem Arsch gezogen. Es gibt zwar Studien, die die Gefährlichkeit von MDMA und Alkohol vergleichen, aber ein guter Rausch ist eine viel zu vage Metrik, um da irgendwelche sinnvollen Vergleichsstudien zu machen.
Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Mehrmals vergleiche ich in den Videos Alkohol mit MDMA. Ecstasy ist im Grunde weniger schädlich als Alkohol. Diese Vergleiche können sehr kontraproduktiv sein. Sie lassen manche vielleicht denken, dass wenn sie schon ein paar Mal betrunken sein heil überstanden haben, sie auch automatisch ohne Probleme MDMA nehmen können. Da jeder Mensch anders ist und die Risikofaktoren der Drogen auch andere sind, kann es sein, dass man auf MDMA viel weniger klarkommt als auf Alkohol. Besonders jetzt, wo Ecstasy illegal ist und da noch das Risiko des Schwarzmarkts hinzukommt. Des Weiteren stelle ich es so dar, als wäre MDMA der stilvolle Next-Level-Rausch für Dichter und Denker, während Alkohol nur einen armseligen Rausch für niveaulose Loser erzeugt. Ich finde zwar nach wie vor, dass der MDMA-Rausch besser ist als der Alkoholrausch, aber dennoch kann einen MDMA ebenfalls zu einem nervigen, niveaulosen Zong verwandeln, der nur hirnlose Scheiße labert, wie es bei hohen Dosen von Alkohol oft der Fall ist. Es ist auch kein Stück mehr stilvoll, wie man ab einer gewissen MDMA-Dosierung hauptsächlich nur noch das Gesicht verzieht und ein Kurzzeitgedächtnis hat wie ein Goldfisch. Simon, das ist rassistisch, Goldfischen gegenüber. Die können sich in Wirklichkeit manche Dinge bis zu 3 Monaten merken. Ich bereue es sehr, dass ich in meinem MDMA-Infovideo den neurotoxischen Effekt nicht mehr betont habe. Kurzzeitnebenwirkungen sind ja im Grunde nicht so schwer zu handeln. Da ist es viel schlimmer, wenn man sich durch Ecstasy dümmer macht. Dass all die Risiken bei Jugendlichen nochmal deutlich höher sind, hätte ich definitiv auch erwähnen sollen. In den Videos wirke ich äußerst begeistert von MDMA, weil diese Erfahrungen auch wirklich begeisternd sind. Man kann es nicht fassen, wie geil der Rausch ist. Das heißt, selbst wenn ich heute ein Remake von den Erfahrungsberichten machen würde, wäre der Tenor sehr ähnlich. Wenn Erfahrungen sehr schön sind, dann sind sie es nun mal. Wenn alle Menschen Klone von mir wären, wäre das etwas durchweg Positives. Für mich ist es nach wie vor kein Problem, MDMA maximal alle 3 Monate zu nehmen und nach weiteren MDMA-Erfahrungen hat meine Begeisterung für die Droge sowieso stark nachgelassen. Für viele ist diese anfängliche MDMA-Begeisterung der Auslöser für eine gefährliche, exzessive Drogenzeit, die man sich währenddessen schönredet und danach bereut. Hattet ihr mal eine Zeit, wo ihr es mit MDMA übertrieben habt? Wer von euch bereut es, die Droge je genommen zu haben? Ein paar Emma-Horror-Stories in den Kommentaren sind vielleicht ein guter Ausgleich zu meinen eher positiven MDMA-Stories. Es nervt mich schon ein bisschen, dass, wenn ich kritisiert werde, immer nur Jahre alte Videos als negative Beispiele genommen werden. Bringt es überhaupt was, sich zu bessern, wenn man weiterhin nur nach dem ewig alten Content beurteilt wird? Ja, schon, man sollte sich ja bessern, weil man wirklich besser werden will und nicht nur, damit andere einen besser beurteilen. Ich habe neuen Merch im Shop. Die neuen Shirt-Designs beschäftigen sich offensichtlich damit, dass es für mich auf YouTube in letzter Zeit sehr schwer geworden ist, gewisse Dinge zu sagen. YouTube ist in letzter Zeit wirklich lächerlich streng geworden, wie sie ihre Richtlinien umsetzen. Man bekommt wirklich für die kleinsten Kleinigkeiten Strikes und mein Kanal wurde ja auch schon gelöscht. Bestellt euch ein Shirt oder Pulli mit dem neuen Design. Beachtet, dass die Lieferungen sehr lange brauchen werden, weil ich die Sachen erst nach einigen Bestellungen produzieren lasse. Danke an Mrs. Coolio für das neue Design. Die macht auch Auftragsarbeiten, wenn ihr interessiert seid. So, dieses Video ist jetzt das perfekte Ergänzungsvideo zu meinen anderen MDMA-Videos. Hier sind sie verlinkt. Gönnt sie euch!